Im Fokus steht das Phänomen Glam, das in den frühen 1970er Jahren in Großbritannien seinen Ausgang nahm und Opulenz, Glanz und Extravaganz als Ausdrucksformen in die unterschiedlichsten Kunstsparten trug. Mit einer Fülle an Exponaten spannt die Schau den Bogen von David Bowie über Glitterrock und Roxy Music, über Stylisten und Modedesigner, über Film, Fotografie und Grafikdesign bis zur bildenden Kunst. Glam really refers to an historical moment in the early 1970s, and the kind of glam era is, you know, sort of known as sort of like 71 to 75. It's a sort of moment when the barriers between high and low art were collapsed, where, you know, sort of bad taste seemed to prevail. And it became possible if you're working class or low middle class to go to university if you were an aspiring fashion designer, a fine artist, a painter, filmmaker, a musician. You could meet like-minded people, and this created a sort of culture, a culture of convergence, where all these different ideas, style, music, fine art, came together and produced things like Roxy Music. So I think that what the show is really about is showing how these things are sort of linked. Glam didn't just emerge from nowhere, it came from artistic production in the 1960s. Glam markiert jenen historischen Moment, als die Barrieren zwischen E- und U-Kultur zusammenbrachen. Glam kann aber auch als Fortführung der Agenda der Avantgarde mit neuen Mitteln betrachtet werden. Auf trotzige Weise realitätsfern, mit Ironie, Respektlosigkeit, Übertreibung und androgynen Masken. Erstmals werden mit dieser anspruchsvollen Ausstellung die Subkultur, der Stil und die Kunst des Glam sowie die visuelle Kultur jener Zeit einer Bestandsaufnahme unterzogen. Zu einem geheimnisvollen Spiel mit Illusionen lädt die Künstlerin Luisa Kasalitzky. Erstmals entwickeln sie für ein Museum Lichtkompositionen, die Sinne herausfordern. Mittels Schnalzschnüren, einer Markierungshilfe für Maurerarbeiten, bringt die Künstlerin großflächige Ornamente an, welche die Wand zu öffnen scheinen. Hier sind wir quasi im Intro, heißt für mich auch eine Art Vorbereitung, Vorspann auf ein Ereignis, also in dem Fall auf den Zustand, der in der Schwärze liegt. Und Desiderio heißt Begierde, Sehnsucht, Wunsch, etwas wollen, wo man vielleicht nicht ganz dazu kann. Die Leute, die Betrachter und Betrachterinnen werden ja auf Distanz gehalten. Also sie dürfen nicht in die Lichtinszenierung hineintreten, dürfen sich nicht um die Objekte bewegen, sondern dürfen nur schauen. Und die Wahrnehmung ist ja ein wichtiger Punkt bei dieser Lichtinstallation, die ich hier inszeniert habe, wo es auch darum geht, was passiert, wenn ich ein Bild sehr kurz sehe. Wir kennen das von der Cola-Werbung, die man gar nicht sieht und dann doch im Gedächtnis bleibt. Und das nächste Bild folgt. Inwiefern verbinde ich das weitere Bild mit dem, was ich in Umrissen und fragmentarisch nur gesehen habe, und welche Assoziation entsteht dann daraus im Gesamtzustand?